بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. Meine Geschwister, ihr seid, wir sind Muslime. Wenn du in deinem Leben, wirklich in deinem Leben, in diesem Modus reingekommen bist, ich habe Verpflichtungen zu machen, ich muss ein Kopftuch tragen, ich muss ein Bad tragen, ich muss fünfmal beten. Wenn du dabei bist, nur in diesem Modus zu arbeiten und diese Verpflichtungen hinter dir zu bringen, dann musst du erstmal wissen, dass du auf dem falschen Weg bist. Ja? Weil eine Religion, sprich bei uns im Islam ist das nicht eine Religion, sondern Din, eine Lebensweise. Eine Lebensweise ist vollständig, kümmert sich um allen Bestandteilen deines Lebens. Wenn du in dem Modus des Erledigens bist, ich habe erledigt, ich habe erledigt, ich habe erledigt, dann bist du selbst erledigt. Ja, dann wirst du selbst erledigt sein in deinem Leben. Du wirst kein schönes, angenehmes Leben führen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt es im Koran ganz klipp und klar, wir haben dir den Koran nicht herabgesandt, um was? Damit du unglücklich wirst. Dafür ist dieser Koran nicht da. Wenn du Shaqi bist, wenn du unzufrieden bist, wenn du unglücklich bist, dann musst du wissen, irgendetwas in deinem Leben, irgendetwas in deinem Verständnis, was deine Lebensweise, sprich was deine Religion angeht, verstehst du falsch. Ja? Und daran musst du arbeiten. Ja, das sagt man nachher dann. Und daher machen wir ja auch, daher deswegen ist ja auch so ein Freitagspredigt für sowas, damit wir die Sachen immer wieder an die Sachen wieder erinnert werden und damit wir wieder die Sachen besser verstehen. Und wir haben letzte Woche mit der Absicht angefangen. Eine ganz starke Aussage, meine Geschwister, die besagt: إذا لم تنوي أي شيء فأنت أصبحت في ماذا في ضمن نية الآخرين. Wenn du selber keine Absicht hast, wenn du selber in deinem Leben keine Ziele hast, dann wirst du was? Im Rahmen, du wirst dein Leben im Rahmen der Absicht anderer führen. Ganz gefährliche Aussage. Die ist extrem gefährlich. Für Familien gefährlich, für dich als Person gefährlich. Du kannst damit, also ohne diese Sache der Absicht, kannst du viele Sachen zerstören. Wenn wir, demnächst werden wir inshallah einen Ehekurs machen. Wenn wir in diesem Rahmen, Ehemann und Ehefrau, ja, und der eine hat eine Absicht und der andere hat keine Absicht. Und der andere versucht seinen Ehemann oder versucht seine Ehefrau im Rahmen seiner Absicht irgendwo zu platzieren. Wozu heiratest du? Das Heiraten ist dafür da, damit du dich komplementieren kannst. Aber wenn du heiratest und jemanden übernimmst und du steckst ihn in deiner Tasche, wozu brauchst du ihn? Habt ihr mich verstanden? Wozu? Du brauchst da nicht mehr zu heiraten. In diesem Fall brauchst du nicht zu heiraten. Das bringt dir nichts, weil du hast nur noch eine Absicht. Aber wenn wir heiraten, haben wir zwei Absichten. Und ihr wisst ja, was für eine Kraft das ist. Wir haben zwei Absichten, das heißt, wir arbeiten gemeinsam und zusammen und fahren los. بالتالي عدم وضع النية من أخطر الأمور. Das Allergefährlichste, was dir passieren kann in deinem Leben, ist, dass du einfach ziellos lebst, absichtslos, ohne eine wahre näher. Aber was ist das richtige Verständnis von näher? Wir haben leider einen falschen, oder nicht so falsch, aber zu dem Zeitpunkt war das okay. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال, wir verstehen das immer so, was ich mache, ich werde dafür nur belohnt, entsprechend meiner Absicht. Ja, das ist die Erklärung, die richtig ist. Ja, die ist ja richtig, die ist ja nicht falsch. Und die ist auch sehr, die sich sehr verbreitet hat. Aber heute können wir dieses Verständnis ja erweitern. Das ist ja eine Fähigkeit vom Koran, dass es ja immer an jede Situation und jede Zeit immer angepasst werden kann. Innamal a'malu binniyat, richtig. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, wer auswandert wegen Allah und sowas, dann wird er dementsprechend belohnt. Aber wer wegen was anderem auswandert,
wird dementsprechend auch belohnt. Aber es gibt nochmal eine andere Sache. Innamal amalu bin niyyah. Al amalu yatahaqqaqu bin niyyah. Das, was du erreichen willst, das wird erst wodurch deine Absicht realisiert. Ja? Walaysa natahaddathu huna, la natahaddathu an thawabil amal faqat. Wir reden nicht nur über die Belohnung, ja? Sondern al amal nafsuhu yatahaqqaqu bin niyyah. Diese Überlieferung, damit sagt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wir werden auch Beweise aus dem Koran und Sunna dafür herausfinden, er sagt uns, dass deine Sache, die du erschaffen, die du erreichen, die du erzielen möchtest, die kannst du nur, womit? Mit einer Absicht. Ja, dafür brauchst du was? Eine Absicht. Und hört euch mal das an. Wa inna li kulli imri'in ma nawa. Jeder. Leute, wacht auf. Jeder bekommt, was er will. Ma nawa, was er beabsichtigt. Genauso, wenn wir wieder an Surat al-Imran denken, als wir über den Mashiach, über den Willen gesprochen haben. Also wo kommt das her, das Essen, ja Maryam? Das kommt von Allah subhanahu. Inna Allah yarzuqu man yasha. Also nicht Allah, sondern wer will, dem gibt Allah biduni hisab. Ja, ohne abrechnen, ohne mit ihm abzurechnen. Hunalika. Zakaria hat es verstanden. Zakaria hat es verstanden. Also, ich will, dass wir ein Kind bekommen. Dann kann ich das eliminieren mit, ich bin zu alt, das tue ich an die Seite. Hunalika da'ar. Was macht er daraufhin? Er macht das, was er machen soll. Ein Mashiach. Er aktiviert den Mashiach, den Willen, und er hat auch die Kinder bekommen, weil der Wille da ist. Und hier sprechen wir von der Nähe, ja? Dass die Absicht da ist. Also, an-Niyatu allati natahaddathuna anha huna, hiya madha? Hiya qasdu shay'i ma'a iqtirani fi'lihi. Ja, wir haben ein Ziel, ich habe ein Ziel vor Auge, aber ich arbeite auch daran. Anwi ma'a thiqati fi anna Allah azza wa jalla sawfa yu'inuni. Ich habe die Absicht, das und das zu erreichen, und ich habe die Überzeugung, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir dabei helfen wird, und das, wenn du das hast, sawfa tasil, dann wirst du das bekommen. Das ist die Bedeutung. Wa inna li kulli imri'in ma, jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat, wofür er die Absicht gefasst hat, wenn das gestimmt hat. Das erklärt ja auch, meine Geschwister, wenn ich zum Beispiel, das haben wir letzte Woche auch gehabt, Dawu mardakum bis sadaqa, haben wir gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, heilt eure Kranken, womit? Durch die Spende. Das heißt, wenn ich spende, was mache ich? Ja? Zwei Sachen verstehen wir bei dieser Überlieferung. Die erste Überlieferung, dass das Spenden auch eine heilende Kraft hat. Ja? Es hat nicht nur mit dem Jenseits, Hasanat, im Jenseits, ja? Habt ihr mich verstanden? Es hat nicht nur mit dem Hasanat im Jenseits zu tun, sondern es hat auch eine Kraft, die mir helfen kann bei meiner Krankheit. Aber ich bin so krank, dass ich mir selber gar nicht mehr helfen kann, dass ich selber nicht spenden kann. Das macht Allah, was macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Den Tipp: Ihr sollt eurem kranken Freund, ihr sollt eurem kranken Familienmitglied helfen. Dawu mardakum bis sadaqa. Ihr sollt die Absicht fassen, mit dieser Spende, was erreiche ich mit der Spende? Er soll gesund werden. Habt ihr verstanden? Mit dieser Spende, und das hängt jetzt von deiner Absicht ab, mit dieser Spende will ich, dass die gesund wird, weil es eine Kraft mit sich bringt. Ja? Genauso wie auch Ruh eine Kraft ist, die keiner versteht. Wir verstehen sie nicht. Und dann bleiben wir und sagen, das ist eine Kraft, das ist eine Energie. Wir wissen nicht, was das ist. Und dann haben wir gesagt, meine Geschwister, damit wir es verstehen, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und wirklich eine wahre Absicht fasst, was wird passieren? Dann wird es euch genauso wie die Vögel ergehen. Was macht ein Vogel? Er steht morgens auf. Hat er einen Plan? Hat er so einen Zettel, wo er einkaufen gehen soll? Hat ihm seine Frau gesagt, geh und kauf das und das und das ein? Weiß er, was er an dem Tag essen wird? Bei uns hat er einen Kühlschrank? Nein. Er wacht auf und er fliegt los. Und er bekommt was zu fressen. Stimmt's oder nicht? Er geht immer zurück. Oder habt ihr schon mal einen Vogel gesehen, der sagt, hey Leute, ich habe nichts zu fressen bekommen?
Er geht und kommt raus und noch viel, viel intensiver, meine Geschwister, At-Tair, diese Vögel, die wir jetzt die letzten Tage gesehen, die tun sich zusammen und fliegen irgendwohin. Der war noch nie dort, aber der hat ja Absicht, ich muss hier raus, weil ich hier nichts mehr zu fressen habe, ich muss woanders hin. Wer begleitet ihn dahin? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber womit? Mit seiner Nähe, die er gefasst hat, dieser Vogel. Ja? Mit dieser Absicht, mit der er rausgegangen ist, meine Geschwister. Wir haben ja über die Nähe gesprochen und manchmal direkt danach kommen ja immer so interessante auch Fragen. Wir reden ja immer von Nähe und denken jetzt natürlich immer an gute Nähe. Es gibt nicht nur eine gute Nähe, meine Geschwister, es gibt auch eine schlechte Absicht, ja? Es gibt auch eine schlechte Absicht. Es gibt Menschen, die gute Absichten fassen und es gibt Menschen, die schlechte Absichten fassen. Die Frage, die gestellt worden ist, ja, was soll ich machen, wenn jemand sich vorgenommen hat, mir weh zu tun? Bin ich dem erledigt, wenn er eine starke Nähe hat? Ja? Die Regel ist das, was ich am Anfang gesagt habe. إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَكَ نِيَّ. Wenn du selber keine Absicht hast, dann bist du wo? In den Absichten anderer Menschen drin. Ja, das ist die klare Rede. Da kann man was Böses dir antun wollen, aber wenn du selber eine, und das haben wir ja in unserer Religion, ja, wir haben gesagt, wenn du aufstehst morgen, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Im Namen Allahs, mit dessen Namen mir nichts schaden kann, sowohl auf der Erde als auch auf dem Himmel. Ist das nicht eine ganz klare Absicht, mit der du geschützt bist? Also wenn wir halt so Science Fiction sprechen, dann habe ich ein Schutzschild um mich drumherum. Es kann mich nichts mehr berühren. Ja? Und ich habe die klare Absicht. Warum? Eine positive Absicht ist stärker als eine negative. Wenn du aber keine positive Absicht hast, dann wird dich die negative Absicht was übernehmen. Und dann wird dir das geschehen, dass du verzaubert wirst, dass du, was weiß ich, geschlagen wirst, dass du beklaut wirst, dass du betrogen wirst, alles Mögliche. Al-Lawina, der Beweis dafür, Al-Lawina, qala lahumun nasu, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Diejenigen, denen man gesagt hat, das ist jetzt zur Zeit des Propheten, die Menschen, also das heißt die Araber, und die haben sich alle zusammengetan gegen den Propheten und den Muslimen. So habt Angst vor ihnen. Fazadahum imana. Das hat dazu geführt, dass sie noch mehr überzeugt waren. Ja? Wovon waren sie überzeugt? Was war ihre Absicht? Wir werden siegen. Ja? Versteht die Hinweise von Allah subhanahu wa ta'ala? Fazadahum imana. Faqalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Hier wird die Absicht noch einmal klargestellt. Ja? Also ihr Iman ist noch stärker geworden, dass diese Religion siegen wird, dass sie siegen werden. Und dann haben sie sich wieder auf Allah subhanahu wa ta'ala bezogen, an Natija, das Ergebnis, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ. Ja, die kehrten zurück nach der Auseinandersetzung, بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ. Sie waren voll in den Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Was noch? لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْ. Sie waren geschützt. Sie wurden, ihnen wurde nicht geschadet. Weil ihre Absicht war da, sie war stark und sie war positiv. Die Absicht der anderen Menschen, die war was? Die war auch stark, ja, aber die war negativ. Wer hat gesiegt? Derjenige mit der positiven Absicht und der seine Kraft auch von Allah subhanahu wa ta'ala sich immer holt. Lam yamsasuhum so unmöglich, dass ihnen geschadet wird auf dieser Welt. Und das gilt für alle Menschen. Wenn du eine ganz klare Absicht fasst, wenn du dafür auch das tut, was du tun kannst, der Rest wird von Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Und jetzt kommen wir, meine Geschwister, zu einer ganz, ganz, ganz wichtigen Überlieferung, die die meisten von euch vielleicht noch nie gehört haben, obwohl sie eine, also sahih, eine Überlieferung, die halt als richtig oder als, ja, wie heißt das nochmal? Als authentisch bezeichnet wird, ja. عندما تتوكل على الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. Hört euch mal das an, was der Prophet Muhammad sagt in dieser Überlieferung. أجملوا في طلب الدنيا. Ja? Was sollen wir machen? أجملوا في طلب الدنيا. Warum, ja Rasulullah? Hört euch mal das richtig an, was er sagt. Und da muss man auch wirklich Arabisch können. فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Verstehen, bitte richtig verstehen. أجملوا في طلب الدنيا. Der Prophet ﷺ ruft uns dazu auf,
für dieses Leben vernünftig zu arbeiten und auf eine schöne Art und Weise zu arbeiten. Nicht, diese Welt hier ist Schrott, er sollte nur für den Tod arbeiten, dann haben wir hier alles Menschen, die nichts zu essen, kein Geld, die alle nur ihre Hand strecken. Ja? Ajmilu fi talabid dunya. Gebt euer Bestes, um für diese Welt zu arbeiten. Euer Bestes. Ajmilu, das heißt mit Jamal. Das heißt, alles, was du das machst, musst du auf eine schöne Art und Weise machen. Aber natürlich, wenn du das den Vers, wenn du die Überlieferung hörst, Ajmilu, ist es doch nicht auf eine schöne Art, wenn ich die anderen betrüge. Ja? Wenn ich den Staat betrüge, ich bin nicht krank, melde mich krank und dann bleibe ich zu Hause. Das ist kein Ajmilu. In diesem Fall wird das nicht passieren, was du, also die andere Hälfte wird nicht passieren. Ajmilu fi talabid dunya, warum ja Rasulullah? Fa'inna. Es ist so, Kullan, jeder von euch wird das erreichen, was er für sich erstmal als Vorstellung oder als Absicht erschaffen hat. Kullan muyassarun lima khuliqa lah. Warum sage ich das? Also Rawahu ibn Majah, التفسير المشهور والمعروف لهذا الحديث هو أن كل شخص خلق لأمور مكتوبة. Was wir halt die Erklärung dafür für diese Überlieferung, jeder ist erschaffen worden und es gibt einen Plan für ihn. Ja? Es gibt einen Plan für ihn, der kann da nichts machen. Er muss diesen Plan ablaufen. Er wird nichts bekommen, außer diese Sachen. Ja? Was natürlich gegen sehr viele Gesetze im Koran stößt. Ja? Lakin, weil wir es jetzt verstanden haben, asbah al-hadith yufhamu bi tariqatin ukhra. Hier redet man in vielen Wissenschaften redet man von der Schöpfungskraft. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lana annana indama nanwi shay'an, indama tanwi shay'an, fa hadha ash-shay'u yukhlaqu lak. Das ist die wörtliche Übersetzung, sprachlich gesehen, dieser Überlieferung. Wenn du, und wir werden ja Beispiel dafür sehen, wenn du eine Sache beabsichtigst, dann wird sie für dich erschaffen. Normalerweise bekommt man keine Kinder mit über 100 Jahre alt. Das ist das Normale, oder? Zakaria hat es aber bekommen, er und seine Frau. Weil er die Absicht da hatte und Mashia da hatte, dann ist es auch für ihn geschehen. Ja? Das heißt, dahinter steckt eine Art Schöpfungskraft. Genauso wie ein Wissenschaftler kommt, wie derjenige, der Strom, der Licht entdeckt hat. Wie ist das entdeckt? Wie ist das entstanden? Es war ein Gedanke erstmal. Ich will etwas haben, womit ich immer und ständig und auf eine andere Art und Weise Licht erzeuge. Ja? Es hat mit einem Gedanken angefangen. Ja, das wurde für ihn dann gemacht. Natürlich vorher, Allah subhanahu wa ta'ala, ja, in seinem Können und sein Wissen in der Vergangenheit und awwal wal akhir wal zahir wal batin, der alles weiß und alles kennt und alles subhanahu wa ta'ala umfasst. Das ist für uns unvorstellbar. Deswegen kommen ja solche Gedanken für uns, wir gehen damit irgendwie an unserer Grenze. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keine Grenzen. Ja? Da gibt es keine Grenzen. Wenn du hörst, ein Prophet sallallahu alaihi wasallam geht in den siebten Himmel auf einen Burak, unbegrenzt. Ja? Daher, meine Geschwister, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Hört mir wirklich zu, was ich euch sage. Das wird inshallah uns unser Leben erleichtern. Lihada, fa'innana fil Islam. Also grundsätzlich wir als gläubige Menschen, als Muslime, ja? Wir haben eine Ibadah, eine sehr große Anbetungsart. Diese Anbetungsart heißt, meine Geschwister, Intizarul Faraj. Was habe ich davon? Ja? Wenn ich jetzt einem Psychologen sage, oh, bei uns ist sehr wichtig, dass wir immer, wir als gläubige Menschen, wir erwarten immer die Lösung unserer Probleme, dass unsere Probleme gelöst werden. Wenn er das hört, sagt er, super, mit dir werde ich schnell fertig werden. Ja? Wir werden deine Probleme schnell lösen, wenn du daran glaubst. Wenn du daran glaubst, dass deine Probleme sich lösen werden. Was heißt das? Ana fi halatin sa'aba. Ich bin momentan in einer sehr schwierigen Situation. Alles zeigt das Gegenteil. Alles spricht gegen mich. Ja? Die Situation ist gegen mich. Ich bin krank. Ich kann nicht arbeiten gehen. Ich habe Schulden. Meine Ehefrau hat keinen Bock mehr auf mich. Ja? Meine Kinder mögen mich auch nicht mehr, weil ich für sie nichts tun kann. Ich bin depressiv. Ich bin zurückgezogen. Ich möchte... Alles spricht gegen mich. Normalerweise. Die Situation spricht alles gegen mich. Lakinni, aber als gläubiger Mensch, lakinni fi nafsil waqt. Trotzdem, ich bin überzeugt davon, dass meine Probleme sich lösen werden.
Weißt du, was da passieren wird, wenn du diesen Gedanken hast? Egal was, folgt mir bitte, ja, auch wenn ich wiederhole, verzeiht mir. Egal was du für Probleme gerade in deinem Leben hast, du bist mittendrin. Du musst oder sei davon überzeugt, dass dein Problem gelöst wird. Ja, die Lösung wird kommen. Die Probleme werden gelöst werden. Was wird mit dir passieren? Du wirst innerhalb dieser Probleme, in denen du bist, du wirst trotzdem glücklich sein. Du wirst den Moment genießen können. Warum? Weil du weißt, was auf dich zukommt. Habt ihr verstanden? Du weißt, was auf dich zukommt. Du bist voll davon überzeugt, all die Probleme, ich werde gesund werden und meine Ehe wird noch schöner werden und ich werde meine Kinder werde ich glücklich machen und wir werden das noch machen und dies noch tun. Ich weiß, dass die Lösung kommen wird. Für uns, was ist uns Menschen vorgeschrieben? Was heißt sei? Dass wir Sachen machen. Ja? Dass wir uns bewegen, dass wir uns was vornehmen, dass wir etwas unternehmen. Hadith von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah kataba alaykum as-sa'y fas'au. Der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala hat euch vorgeschrieben, dass ihr euch vor Augen Ziele setzen müsst und ihr arbeitet daran, diese Ziele zu erreichen. Sahahahu al-Albani. Das gehört dazu, dass wir ständig in Bewegung sein müssen. Du kannst nicht sagen, ist es so, ich kann nichts mehr. Ist bei uns nicht. Maktubun alayn. As-sa'i. Wir wollten mal Umrah machen, schwierig momentan mit dem. As-sa'i bain as-safa wal-marwa. Kennt ihr das? Das Laufen zwischen Safa und Marwa, diese Geschichte erklärt uns alles, meine Geschwister, was ich seit letzter Woche und dieser Woche zu erklären versuche. Qissatun azima, eine mächtige, hier haben wir noch was, eine mächtige Geschichte. Eine mächtige Geschichte, meine Geschwister. Qissatun azima, tashrahu lana, diese Geschichte, das, die erklärt uns den ersten Vers, den ich genannt habe. Du willst das erreichen, lima ma khuliqa lak, das, was für dich oder was für dich erschaffen worden ist. Welche Geschichte? Hajar alayhi salam. Hajar, eine Frau, Hajar alayhi salam, die war keine Prophetin, die war keine Prophetin, die war eine ganz normale Frau, aber sie ist zu einem Bestandteil, ihre Handlungen sind zu einem Bestandteil unseres Glaubens geworden. Ist das nur ein Zufall? Glaubt ihr wirklich, dass es darum geht, rumzuhopsen, dann ein bisschen zu laufen, ein bisschen zurückzugehen? Und was ich immer traurig finde, meine Geschwister, wenn die Leute, wenn sie bei Safa, ich bringe es jetzt durcheinander, ist egal, wenn sie da stehen, dass sie ein Bittgebet wiederholen, was der Prophet damals wiederholt hat, gesagt hat. Ja, wo sie sich dabei bedanken, dass sie jetzt gesiegt haben. Ja, kannst du machen, dass die Muslime damals gesiegt haben. Aber das hat der Prophet gesagt, weil er das gerade erlebt hat. Ja, weil er gerade nach Mekka kam und den Sieg vollzogen hat. Und deswegen passt das dazu, dass dieses Bittgebet zu wiederholen. Aber du musst andere Bittgebete, die bei Umar und Hajj waren, die wissen, wovon ich spreche. Aber auf jeden Fall zurück zu Hajar a.s. und die Erklärung dieser Überlieferung, dann wirst du das erreichen, was für dich erschaffen worden ist. Ja? Hajar a.s., sie war voll überzeugt, sie hatte eine ganz starke Absicht. Was hat diese Absicht gemacht? Was wurde für sie erschaffen? Versteht ihr, was ich meine? Laut Überlieferung. أجملوا الطلب في هذه الدنيا فإن كلا jeder wird das erreichen, was für ihn erschaffen worden ist. Was ist für Hajar a.s. erschaffen worden? Was ist für sie erschaffen worden? Samsam. Gab es Samsam vorher da? In dieser Wüste so ein Wasser, was nicht aufhört zu fließen? Das wurde sie. لماذا لأنها أجملت في الطلب وبما أنها أجملت في الطلب يسر لها ما weil sie schön es schön gemacht hat, daran gearbeitet hat, hat sie wohl das für sie erschaffen, was sie haben. Hört euch mal das an. Hajar. Allahu amarka bihada. Hajar spricht mit Ibrahim a.s., ihren Mann. Ich muss euch hier lassen. Hört euch mal ihre Vorgehensweise. Allahu amarka bihada, ja Ibrahim. Hat dir Allah das befohlen, ja Ibrahim? Ja. Schwierige Situation. Hört euch mal das an. قال نعم
قالت اذا لا يضيعنا. Was habe ich euch gesagt vorhin, was du machen musst? Egal wie schwierig die Situation ist, woran musst du denken? Die Lösung wird kommen. Das ist ein Gesetz, das wird dir jeder Psychologe sagen, jeder Psychotherapeut. Jeder wird dir genau das sagen, was du in deinem Koran, in deinen Überlieferungen hast. Was sagt sie? Idhan la yudayyuna. Al-Faraju atin. Egal wie wir jetzt sind, wo sind wir? Fatarakahum Sayyidina Ibrahim. Ibrahim lässt sie, eine Frau mit ihrem Baby. Er lässt eine Frau alleine mit ihrem Baby in einer Wüste. Keine Menschen da, niemand. Bil manzurin mahdi. Also wenn wir also realistisch sind, die werden sterben, oder? Und die wären gestorben. Wie viele, was meint ihr, wie viele von uns wären gestorben? Ich fürchte alle. Weil wir die Absicht nicht verstehen, weil wir die Technik nicht verstehen, egal wie schwierig gerade ist, das wird sich lösen, das Problem. Das hat man uns alles nicht beigebracht. Das will man uns vielleicht auch sogar nicht beibringen. Ja? Bil manzur al mahdi tarakahum lil maut. Also realistisch gesehen oder materialistisch gesehen, die werden sterben. Ibrahim a.s. hat seine Familie gelassen, damit sie sterben. Lakinnahuma, lakin biyaqiniha wa quwwati imaniha billahi azza wa jal. Sie glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala. Was hat sie gemacht? Nawat. Sie hat eine Absicht gefasst. Was ist diese Absicht? An tajida hallan. Sie wird eine Lösung für ihr Problem finden, für ihre Katastrophe. Das ist nicht nur ein Problem. Ja, dass nicht nur ein Miet nicht bezahlt werden kann oder eine Arbeit nicht gefunden werden kann oder ein Eheproblem. Nein, es geht um Leben und Tod und ein Baby, was sie bei sich hat. Ein Baby kann nicht so lange aushalten. Fataraha, ja? Was macht sie? Und jetzt passt auf, meine Geschwister, damit ihr wisst, warum auch die Frauen bei Safa und Marwa laufen müssen, rennen müssen, nicht nur die Männer. Fataraha bada'at tas'a. Du siehst sie, wie sie läuft. Sie geht nach Safa, tas'a. Inna Allah amarakum bis-sa'i. Ajmilu. Ajmilu talaba. Ja? Bewegt euch für diese Zeit. Du siehst sie, meine Geschwister, dass sie zu Safa geht. Sie läuft zu Safa und sucht nach einer Lösung, sucht nach Wasser. Und dann hört sie ihr Baby, wie ihr Baby schreit. Was passiert dann? Sie hört das Baby am Schreien, die Mutter. Sie wird durcheinander. Sie vergisst kurz. Zeit, für eine kurze Zeit vergisst sie, dass die Lösung kommen wird. Was macht sie? Sie rennt. Vom grünen Bereich zum nächsten Bereich. In diesem Bereich hat sie gerade das vergessen, dass die Lösung kommen wird. Sie rennt zu ihrem Baby und dann kommt die Erinnerung wieder. Ich habe die Absicht gefasst. Al-Faraju Atin, die Lösung der Probleme wird kommen. Ich komme wieder zu meiner Ruhe. Ich genieße wieder den Zustand. Ist das eine Religion oder Psychotherapie oder Erziehungswissenschaft oder was ist das? Und was machen wir Muslime daraus? Das ist leider die zweite traurige Frage. Ich sage dies und bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung. So, bittet ihn um Vergebung und er wird uns inshallah vergeben. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود إلى قصتنا مع هاجر عليها السلام. لكنها تتذكر أنها نوت العثور على الماء. Was war ihre Absicht? Was hat sie beabsichtigt, diese Frau? نوت, ihre Absicht war, ich werde Wasser finden. Das war ihre Absicht. Das ist doch unmöglich. Bist du schlauer als alle anderen vor dir? So viele Menschen hier unterwegs, so viele Beduinen und keiner kam auf die Idee, Wasser da im Zentrum von Mekka zu finden. Und du willst das machen? Das sind die Denkweisen, die uns sehr, sehr oft daran hindern, Pioniere zu sein. Die oft uns daran hindern, etwas zu erfinden. die uns daran hindern, andere Sachen, neue Sachen, schöne Sachen zu machen. Wir haben uns da blockiert. Vom Anfang an hast du dich erledigt. Das heißt, du hast die Absicht gefasst, du wirst scheitern. Ja? Sie aber nicht.
Sie läuft, das Baby schreit, sie wird unruhig, sie rennt. Ist okay, dass du ab und zu unruhig wirst. Ja? Subhanallah, das ist Allah subhanahu wa ta'ala und wir sind ja normal, wir sind nur Menschen. Dann kommt sie wieder zur Ruhe. Warum? Weil sie weiß, sie ist ruhig. In den len yudayyana. Ja, er wird uns nicht im Stich lassen. Das ist ein Gesetz. Was macht sie? Saufa, was passiert, was ist das Ergebnis? Saufa yukhlaqu laha. Wie in der Überlieferung. Es wird für sie erschaffen. Für wen ist Samsam erschaffen worden? Wenn du die richtige Absicht gefasst hast, kraftvoll, dann wird das Unmögliche möglich. Was war das Unmögliche? Wasser da zu finden. Mit ihrer Absicht, wir sagen ja, das war, was sagen wir? Das war der Engel. Ja? Der Engel ist der Hinweis, der göttliche Hinweis. Bei Hajar alayhi salam war es der Engel, der sozusagen mit seinem Flügel den Boden berührt hat. Du wirst in deinem Leben auch einen Flügel bekommen, der deine Probleme löst. Habt ihr verstanden? Das ist alles nur eine Darstellung für uns, damit wir es Menschen verstehen. Damit wir es, ja, das heißt, wenn es extrem schlimm, dabei sagst du mir, aber bei mir ist es doch schlimmer, dann sage ich dir, der Engel wird kommen. Ja? Er wird es für dich erledigen. Der ist auf deiner Seite. Du bist seins, du hast ihn erschaffen. Er hat dich erschaffen. Der kümmert sich um dich. Er wird dir den Engel schicken. Den siehst du nicht, aber er macht es für dich. Ja? Also Hajar, alayhi salam, ja, das ist leider, was uns passiert. Das ist total das Gegenteil. Das Leben hier besiegt uns. Die Probleme besiegen uns. Wir vergessen Allah subhanahu wa ta'ala und vergessen dabei alle Gesetze, die uns dabei helfen, die Lösung unserer Probleme zu erreichen. Ja? Und li hudu'ik, kehre zurück. Du hast momentan Probleme, beruhige dich. Hör auf zu rennen. Ja? Weil dieses Rennen ist ein bisschen mit Ziellosigkeit verbunden. Ja, mit Ziellosigkeit. Hör auf zu rennen. Komm wieder zur Ruhe. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Womit beruhigt man sich? Wodurch? Bi dhikrillah, indem du Gott gedenkst. Nicht, ich habe heute tausendmal La ilaha illallah gesagt, ist nichts passiert. Das ist es nicht. Das ist schön. Das machen wir auch. Ala bi dhikrillah idhan lan yudayyana. Das ist Dhikrullah, das ist Dhikr. Er wird uns nicht im Stich lassen. Habt ihr mich verstanden? Das ist der wahre Dhikr. Das andere ist eine Routine, die auch gut ist. Ja, die auch gut, die auch schön ist. Aber du musst weitergehen. Dhikr ist Stufen. Die erste Stufe ist dieses Jahr die Uhr, bekommst Staghfirullah, die ist aber komisch, Staghfirullah, der ist aber dick, Staghfirullah. Ja? So fängst du an. Aber nach oben. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ich habe momentan alle Probleme der Welt, aber ich denke daran, dass Al-Faraj, die Lösung, kommen wird. Hajar alayhi salam, sie hat eine Bohrmaschine erschaffen. Ja, und die Bohrmaschine hat angefangen. Während Hajar läuft, was ist passiert? Es wird gebohrt. Ja, es wird gebohrt. Diese Bohrmaschine, die sehen wir nicht. Ja, die sehen wir nicht. Genauso. Das heißt, näher die Absicht ist, wenn du kommst und du pflanzt ein Getreide. Ja, ja, das siehst du erstmal nicht. Aber wenn du es unter die Erde tust, mit welcher Absicht hast du es unter die Erde reingetan? Dass es wächst, stimmt's? Und mit deiner Absicht, mit deiner Vorstellung und mit deinem Sa'i, indem du gießt, was passiert? Es passiert unten. Du siehst nichts. Und irgendwann mal kommt es raus. Das wurde für dich erschaffen. Ja? Das kann keiner machen. Keiner kann das machen, etwas einfach so wachsen lassen, ohne Erde. Für wen wird das gemacht? Für dich. Weil du es. Al-Badratu. Bis sie was? Bis sie erscheint. Ja? Das heißt, hatta taraha fi madha? Fil alami al-maddi. Huna Zamzam, das Wasser von Zamzam, kharaja fawqa al-ard, ist physikalisch geworden. Ja? Eine Absicht, meine Geschwister, ist was? Ist physikalisch geworden. Sie ist erschienen. Hada, auf Arabisch nennen wir das at-tajalli. Ja? Dass etwas erscheint. Ja, man sagt ja auch ein Gesetz, was man sagt, meistens, ist aber ein anderes Thema, meistens hast du irgendwas in deinem Leben, du willst es um jeden Preis haben und das bekommst du nicht.
Als berühmtes Beispiel, wir hören sehr oft Frauen, die schwanger werden möchten. Und die haben alles Mögliche versucht und gekämpft und alles Mögliche und hat nicht geklappt. Nach 5 Jahren hörst du, ich bin schwanger geworden, Alhamdulillah. Ja, erzähl, was hast du gemacht? Nichts. Als ich damit nicht mehr gerechnet habe, ist es dann passiert. Man sagt, tahalla hatta yatajalla. Manchmal musst du die Sachen aus der Hand lassen. Du hast alles Mögliche gemacht, was du tun musst. Lass es, bis es erscheint. Das ist die Ruhe. Lass es, bis es erscheint. Solange du dahinter rennst, was vergisst du? Dieses Rennen bringt dich dazu, zu vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir die Lösung schicken wird. Tahalla hatta yatajalla. Ja. Manche Menschen sagen, ja, der hat Glück. Das hat nur mit Glück zu tun. Der ist so schnell reich geworden. Es hat Glück und dies und das und das. Glück ist was anderes, meine Geschwister. Glück ist ganz, ganz bald. Nicht, ich sage das nur, damit jemand sagt, ja, aber ich bin unglücklich. Das hast du entschieden, dass du unglücklich bist. Ja? Du hast es entschieden, dass du unglücklich bist. Wie gesagt, das eine Thema bringt zum nächsten. Dann kann man ja, dann haben wir wieder Husnudhwan. Ja? Das ist die wahre Bedeutung von Husnudhwan. Das ist wirklich die guten Erwartungen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann, was hat es mit Qadar zu tun? Also, meine Geschwister, Menschen sind zwei Gruppen. Ganz allgemein, was Ziele erreichen, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die schnell ihre Sache erreichen. Ich glaube, das war Abu Dharr al-Ghifari, der ein Geschäftsmann war in Mekka und hat alles verloren. Dann ging er nach Medina und hat gesagt, zeig mir nur, wo der Markt ist. Ich finde das schon. Ja? Was glaubt ihr? Was hat dieser Mann? Die meisten von uns sagen, ah, der hat bestimmt irgendein Geheimnis. Er hat Glück. Nein, der hat nichts mit Glück. Ja, Absicht. Ganz klare Absicht. Das ist so. Ganz starke Absicht. Da brauchst du, was weiß ich, nur 20% Arbeit, um an dein Ziel zu kommen. Ganz schwache Absicht, da brauchst du 80% Arbeit, um an dein Ziel zu kommen. Habt ihr verstanden? Starke Absicht, 20% reichen. Ihr macht so, zack, boah, wie hat er es geschafft? Und du bist am Schuften und machen. Die haben mir sehr gemacht, die haben mir das gemacht, die kämpfen alle gegen mich. Hä? Wo ist deine Absicht? Du kämpfst selbst gegen dich. Innamal a'malu bin niyat. Jeder, das hat nicht mal mit deinem Glauben zu tun. Natürlich sagen wir jetzt nicht, ich habe die Absicht, reich zu werden und das muss ganz schnell geschehen. Natürlich, es gibt zwei Menschen. Der eine hat eine gute Absicht, also beide haben die Absicht, reich zu werden. Das Geldthema immer. Er hat die Absicht, Geld zu verdienen. Der eine macht es auf einer nicht erlaubten Weise. Ja? Macht irgendwelche Geschäfte, irgendwelche verbotenen Geschäfte. Und man sieht bei ihm, dass er Geld verdient. Schnell, und das geht ja auch schnell. Ein dickes Auto, ein Restaurant hier, das wird immer mehr und größer und mächtiger. Er hat sein Ziel sehr schnell erreicht, ja klar. Aber geh mal zurück und warte ab. Bis du ihm meistens wo landen siehst? Im Gefängnis. Dann siehst du ihn im Gefängnis. Er ist weg für 10 Jahre. 10 Jahre seines Lebens sind erledigt. Es fängt stark an und endet aber extrem schwach. Andersrum, derjenige, der halal arbeitet, der sauber, es fängt wenig an, aber es wächst bis zum Ende. Wie gesagt, von diesem Thema gehen wir zum Thema Glück. Das ist eigentlich Glück, machen wir selber. Und dann gehen wir auch zum Qadar. Ja? Man muss ja auch wirklich das verstehen mit Qadar. Was hat Qadar hier mit all dieser Thematik zu tun? Weil wir sind ja gerade mit diesen Überlieferungen und Koranverse, wir sind ja gerade dabei, Qadar aufzuheben, oder was? Hasha lillah. Das werden wir nicht machen dürfen und nicht machen können. Wir müssen es nur was? Richtig verstehen, bi'idhnillah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. واملأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. جزاكم الله خيرا. Natürlich meine Erinnerung immer, also wer mal hier Mitglied bei uns werden möchte, der soll sich bitte bei mir melden.
also diejenigen, die schon sind, danke Ihnen. Aber wie gesagt, wer noch kein Mitglied ist und wer es werden möchte, einfach mal so eine Arbeit hier unterstützen möchte, der kann sich bitte bei mir melden, wird ein Formular hier bekommen, zum hier ausfüllen. Kommt nicht raus. Und noch ein Hinweis, einige von euch wissen das, wir werden am 5.12. werden wir einen Ehekurs haben. Ja? Ein Ehekurs, was wir dann hier auch in den Räumlichkeiten anbieten, aber das geht nur mit Anmeldung. Das wird schon nicht so ein Ehekurs sein, wo wir die alten Geschichten wiederholen. Ja? Die alten Geschichten, ja, und du musst das machen und das, was jeder kennt, sondern wirklich, dass wir wirklich so Instrumente und Vorgehensweisen, ja, holen, wo wir der Meinung sind, dass wir diese Sachen nicht kennen. Ja? Wir haben halt bestimmtes Wissen, was uns fehlt, und das hat natürlich dazu geführt, dass da bestimmte Probleme in der Ehe entstehen. Das geht nicht nur für diejenigen, die schon in der Ehe sind, ja? Das gilt nicht nur für diejenigen, die noch, ist gut für diejenigen, die noch nicht geheiratet haben, für die, die es vorhaben, für die, die glücklich in der Ehe sind, ja? Die können es auch, das ist ein Muss, was man wissen muss, ja? Um wirklich mal eine vernünftige Ehe zu führen. Die meisten von uns denken, na, ich bin ein richtiger Mann, ich bin eine richtige Frau und meine Mutter hat mir alles beigebracht, wie ich versagen kann in meiner Ehe, so ungefähr. Ja? Das braucht man. Ich meine, wer will, der soll. Wer nicht will, der wird nicht gezwungen. Daher, scheinchen hier bitte bei mir, wer möchte. Assalamu alaikum. Bis nächste Woche, inshallah, spätestens.